Hey, ich schreibe dir jetzt vor, wie du zu leben hast. Spaß, ich bin ja nicht die AfD. Die AfD will nämlich Frauen an den Herd zwingen. Frauen am Herd. Sie kochen aufopferungsvoll für ihre Familie, Kinder und Kochen erfüllen sie. Und ihr größter Wunsch ist es, eine Hausfrau zu sein. Der neue Trend Tradwife ist sicherlich ein absoluter Traum für die rechtsextreme AfD. Die AfD möchte nämlich unbedingt, dass Frauen an den Herd gehen, egal ob sie das wollen oder nicht. Frauen arbeiten heutzutage fast so viele Stunden wie Männer, aber darüber hinaus leisten sie im Schnitt 9 Stunden mehr unbezahlte Arbeit pro Woche. Also umgerechnet einen ganzen Arbeitstag mehr. Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege, alles unbezahlt. Bedeutet auch weniger Zeit für bezahlte Arbeit und finanzielle Unabhängigkeit. Mehr Kinderbetreuungsangebote bedeutet mehr Gleichberechtigung. Die AfD lehnt das Leitbild der vollerwerbstätigen Frau allerdings ab und kritisiert sogar Kitas. Ihr Ziel ist die Rückkehr zum Bild der traditionellen Hausfrau. Jetzt mal ehrlich, wer so leben will, der kann das ja gerne jetzt schon machen. Aber wenn es nach der AfD geht, dann musst du so leben. Wenn es um die Rechte von Frauen geht, dann entlarvt sich die AfD als richtige Verbotspartei. Sie will nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Frauen noch weiter einschränken und noch strengere Abtreibungsgesetze einführen. Damit gibt sie basically offen zu, dass sie Kontrolle über die Körper der Frauen ausüben möchte. In Frankreich zum Beispiel ist das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche in der Verfassung verankert. Davon können wir in Deutschland bisher nur träumen. Schwangerschaftsabbrüche sind noch immer verboten und lediglich unter ganz bestimmten Auflagen straffrei. Dadurch wird das Recht auf Gesundheits- und Entscheidungsfreiheit gefährdet, sagen VerfassungsschutzexpertInnen. Im EU-Parlament stimmten die meisten deutschen Abgeordneten für mehr Schutz gegen Gewalt an Frauen. Nur die AfD nicht. Das hier hinter mir sind 150 Kreuze. So viele Frauen wurden in Deutschland im letzten Jahr von ihren Partnern getötet. Das sind einfach mal alle 2 bis 3 Tage ein Femizid. In Berlin gab es erst kürzlich 2 Femizide kurz hintereinander. Ein Femizid ist übrigens die Ermordung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Wir müssen jetzt handeln, um diese Gewalt zu bekämpfen und präventiv gegenzuwirken. Offenbar steht die AfD auf der Seite der Täter. Rund die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland sind Frauen. Die AfD aber betreibt aktiv Politik gegen Frauen. Ob durch ihre Ablehnung von Abtreibungsrechten oder die fehlende Unterstützung für Alleinerziehende oder Maßnahmen gegen Gewalt. Die Konsequenz: Frauen gehören für die AfD zurück an den Herd. Entscheidungsfreiheit, AD. So sagen sie das natürlich nicht direkt. Aber ihre politischen Forderungen würden letztendlich dazu führen, uns in traditionelle Geschlechterrollen zurückzudrängen. Du darfst es dir nicht aussuchen. Alternativen werden dir schwer gemacht. In nur wenigen Tagen sind die Landtagswahlen in Brandenburg. Wenn du willst, dass Frauen selbst entscheiden dürfen, dann musst du wohl eine andere Partei wählen. Und wenn du dich mehr informieren willst über rechte Mythen und wie du die bei deinen Familienfeiern am besten debunken kannst, dann schau doch mal rein in unsere Broschüre Fakten gegen rechte Mythen. Hier gibt es weitere Fakten gegen Rechtsextremismus, die dir helfen können, besser zu argumentieren.